Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Die Siedler 2, die nächste Generation. Ja, wir haben hier angefangen mit der vierten Mission im letzten Part. Starke zuerst einsetzen, ja komm. Machen wir einfach mal. Ja, und wir machen jetzt hier einfach die vierte Mission wieder weiter. Ja, das ganze Ding wollen wir hier eigentlich noch wegkriegen. Dass wir hier noch eine Schweinezucht machen können. Und eine, ja, dass wir da halt noch viel mehr machen können. Dann bauen wir hier noch einen Brunnen hin. Wo ist der da? Die hat schon keine Arbeit mehr. Oh mein Gott. Da. Die bekriegen sich hier gegenseitig. Komm, hoffentlich schaffen wir es. Ach, einer muss gegen zwei kämpfen. Nein, gegen drei sogar. Fuck, komm, einer, schaff es. 300-Style. Oh nein. Kein 300-Style. Fuck. Es war ja mal wieder typisch. Das war ja mal wieder so typisch, dass es kein 300-Style wird. Fuck. Und ja, yeah, wir haben... Alter, wir haben das hier vergessen. Wir haben Gold ohne Ende und wir haben... Eisen, und wir haben Kohle ohne Ende. Jetzt gucken wir mal, was da drin ist. Acht Stück da reinsetzen. Dann bauen wir... ja, das war's erstmal. Das Lagerhaus lassen wir dort. Das Katapult ist auch schon fertig. Es braucht nur erstmal vier Steine. Da die Festung noch Steine benötigt... bekommt sie zuerst die Steine, weil sie Priorität hat. Boom! Und schon ist hier wieder Platz. Aber wir bauen hier noch eine Holzfällerhütte, komm. Wir bauen die immer weiter nach vorne, weil wir dann hier einfach das Ganze noch abholzen können und das Sägewerk da oben bekommt dann mehr Arbeit. Steinbruch, gut. Und Brunnen, der Brunnen ist auch fertig. So lob ich mir das. So lob ich mir das. So, jetzt haben wir es bald geschafft. Schwache zuerst entsenden. Come on, so will ich das sehen. My friends. Ah, ich hätte alle rausschicken sollen. Ah, doch, gehen alle raus. Gut, gut. Oder halt so viele wie möglich gehen raus. Gut, so sehe ich das gerne. Da eine Holzfällerhütte, wofür? Für das? Und für den einen Baum da? Nicht wirklich nützlich. Nicht so hilfreich. Ach, kommt schon. Wollt ihr mich trollen? Trollolol. Kohle ohne Ende. Sie haben Kohle gefunden. Yeah. Come on, 1 gegen 2. 1 gegen 2, 300 Style jetzt wieder. Aber diesmal wirklich, komm. Ach, Mann! Was soll der Scheiß? Hey, Soldaten ausbilden. Und ich will Obergefreite sehen. Ja.
Obergefreite werden jetzt hier ausgebildet. Boah, wir haben Speere, na super. Wir brauchen mehr Waffen, Waffen. Gold, Kohle, eine Münzprägerei haben wir. Wir können hier mal die Münzen... Warte mal, die Münzen werden doch hier gelagert, oder? Wir haben 0 Münzen. Ja, ganz super. Weil die alle schlafen. Ja, das freut uns sehr. Nicht, aber egal. Wir bauen hier eine Eselzucht jetzt mal hin. Schweinezucht. Sag ich immer Eselzucht. Wir brauchen Schweine. Und hier eine Fleischerei. Fleischerei. Da, nein. Da, hier, genau. So. Weil mir reicht's. Soldatennachschub knapp. Ja. Yeah, gut. Hab ich gesagt, dass ich kämpfen muss? Ja gut, das hab ich, aber wir lassen erstmal hier das Katapult. Guter Deutsch, gell? Guter Deutsch. Ja, ja. Ich sehe schon. Ah, noch 2 Steine. Oh, warum haben die den jetzt nicht da reingetragen? Festung ist doch fertig. Und da machen wir Geldzufuhr an. Geldzufuhr ein. So, weil die werden auch bald produzieren da oben. Da. Da machen wir noch ein Goldbergwerk hin. Wir schöpfen alles raus. Wir schöpfen alles raus. Genau. Wir überrumpeln sie jetzt. Aber nicht so. Wir 4, aber wir machen das nicht so, weil da sind 7 Soldaten drin. 7. Mamma mia, 7. Und wir haben hier 27 drin, aber trotzdem. Wir überrumpeln die jetzt trotzdem nicht. Das wäre... Komm. Nee. Genau so können wir das auch sehen. So ist es doch genial. Mal kurz. Ich habe gerade gedacht, mein Stuhl ist ein bisschen schrottig. Da dachte ich gerade, da wäre irgendwas mit dem, aber... Alles gut. Alles gut. Ja, baue den Holz, das Holz hier ab, genau, den Holz vor allem. Hier noch eine Holzfällerhütte. Wir bauen Holz ab. Da bauen wir am besten ein Forsthaus hin. Was ist auf der Seite? Nix. Gut, das interessiert uns nicht. Wobei, wir bauen hier trotzdem eine Wachstube hin. Und das Forsthaus bauen wir da hin. Ganz einfach, weil ich das so sage. Weil ich das so sage, machen wir das so. Und ich habe immer recht. Naja, nicht immer. Okay, ich gebe es ja zu, aber ja, oft habe ich recht. Ja, mach dieses Gebäude platt. Mach dieses Gebäude platt, genau. Warum kannst du den Stein nicht da reinpacken einfach? Pack den doch da. Es kommt extra einer da raus und... So geht es doch viel schneller. Die ganze Zeit vergessen, das anzumachen. Ja, aber ich werde jetzt auch mal einen etwas längeren Part machen. Morgen ist ja Feiertag und... Eigentlich hätte ich diese Woche über Praktikum. Das bedeutet, ich hätte am Freitag eigentlich auch wieder ins Praktikum gehen müssen. Aber der Betrieb hat einfach am Freitag Brückentag. Yay! Ich habe einfach Glück. Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich drüber. Da freut man sich einfach drüber, wenn man am Freitag auch frei hat. So, ich würde jetzt gerne hier noch einen Bauernhof setzen, aber erstmal
muss hier ein bisschen was abgeholzt werden. Ich würde da echt gerne noch einen Bauernhof setzen. Hier irgendwo. Aber der soll ja so viel wie möglich bekommen. Deswegen baue ich hier noch eine Baracke. So eine Wachstube hin halt. Dann haben wir nämlich mehr Gebiet. Das ist nämlich echt genial. Die Fleischerei ist schneller fertig als die Schweinezucht. Genial. Naja, eigentlich nicht, aber... Aber was soll's. Wir bauen hier noch einen Brunnen hin, obwohl wir da schon einen gebaut haben. Die Wachstube ist fertig. Auch gut. Auch gut. Dann wird das Gebiet immer weiter... oder immer mehr erweitert. Obwohl der Soldatennachschub knapp wird. Wir müssen echt mal was erobern hier. Ich muss einen Angriff wagen mit 4 Leuten. Ja, jetzt kommen die Gefreiten. Jetzt kommen die Gefreiten. Jetzt können wir das machen. Gut. Dann baue ich da erstmal noch mal eine Wachstube hin. Ja, wobei, wartet mal. Das machen wir ganz anders. Das machen wir geschickter. So hin. Keine Rohstoffe, Holzverletzte. Gut. Weg mit dir. Das sollte eigentlich ein Forsthaus hin, aber wisst ihr was? Es juckt mich jetzt einfach gar nicht. Ich baue da noch einen Bauernhof hin. Na, wobei, wir bauen hier noch eine Baracke hin. Eine einfache Baracke reicht da. Das Militärgebäude erobert. Yeah! Ey, wir sind doch genial. Hab ich das gesagt? Sie werden angegriffen. Och. Wisst ihr, wie mich das juckt? Gar nicht. Gar nicht, weil da Gefreite drinne sind. Wir haben da übel die Gefreiten drinne. Wir haben eine Armee der Gefreiten hier. Es juckt uns einfach gar nicht. Und da sind 5 drin. Ist jetzt egal, auch wenn wir da nicht so viele drin haben. Und da haben wir Gefreite drin, wie gesagt. Es juckt uns nicht, wenn die gegen normale Leute kämpfen müssen. Zumindest jetzt juckt es uns noch nicht. Ah, da sind nur sogar mehr Leute drin. Das ist sogar gut. Und unser Gefreite ist tot. Einer gegen einen, komm. Yes. Na super. Dann bauen wir hier noch einen Katapult hin. Wir versetzen das Katapult jetzt Nein, wir versetzen es nicht. Wir werden es nicht versetzen und wir werden hier mit dem hier arbeiten müssen und wir werden noch ein paar Gefreite ausbilden. Auch wenn es uns nicht hilft. Obergefreite, ja. Obergefreite meine ich, genau. Ah, Bahnstauern, Fahne, ja. Holzfällerhütte, du verpiss dich. Verschnackel dich. Warum könnte ich hier kein Bauernhof bauen? Ah. Die wollen, dass wir hier Mist haben. So, hier, dann bauen wir da eine Mühle. Und da eine Bäckerei. Bäckerei. Da. Zack. Angriff fehlgeschlagen. Militärgebäude verloren. Wir haben es wieder verloren. Was? Oh mein Gott. Jetzt sind wir genau wieder da, wo wir aufgehört haben. Alter Schwede. Jetzt wollen wir erstmal eine Expedition. Wir müssen eine Expedition aufbauen. Weil so geht das ja nicht
Freunde. So geht es ja nicht. Ich sehe das Ganze nicht mehr ein. Und hier haben wir wieder Kohle. Dann ernten wir erstmal Kohle ab. Farmen wir erstmal die Kohle weg. Warum Stornfahne mit Holz? Mhm. Nein, nicht mit Holz. Mit Zeug. Ich liebe Zeug. Nicht, aber egal. Hier, Straße. Da geht es schneller. Dann lasst uns da etwas bauen. Und zwar einen... Was bauen wir? Irgendwas Nutzloses. Ein Spähturm. Einfach, dass es da weitergeleitet wird. So, dann beenden wir bald auch den Part, in dem wir viel erreicht haben. Das freut mich. Wir haben das hier eingenommen und wieder verloren. Wir haben so viel geschafft. Wir haben echt viel geschafft, gell? Freut mich. Aber wir können jetzt erstmal gucken, ob die Expedition hier vorbereitet wird. Keine Rohstoffe gefunden. Holzfällerhütte. Yes. Ein Warenvorrat geht zur Neige. Holz. Ich weiß, es kommt aus dem falschen Spiel, aber das musste in dem Fall sein. Wachstube. Ja, ja, alles auf einmal. Alles auf einmal. Alles auf einmal. Holzfällerhütte. So. Da wollen wir da ein Sägewerk hin. Ich weiß, richtig unnötig, aber... ja. Bäckerei ist fertig, die Mühle ist fertig, der Bauernhof ist auch fertig. Genial, genial. So sieht man das gerne. Ach, der Spätturm braucht ja auch Soldaten. Ach, shit. Ich weiß, es war ein anderer Soldat, aber... ja, wir haben eh nicht genug Soldaten. Dann können wir jetzt nicht den für den Spähturm rauswerfen. Der Wachturm, ja, aber ein Spähturm... Ich glaube nicht. So eine Straße dahin. Wo ist die Straße? Straße. 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 Entschuldigung. Okay, ja, ich habe so viel SpongeBob gesehen in meiner Kindheit. Ich weiß. Hoffentlich sehen wir da mal was anderes außer Kohle drinne. Da hinten oben, da drüben. Da, wo ich gerade gemacht habe. Oh, ich finde den Ort nicht. Scheiß drauf. Als wir heute genau so. Jetzt das Sägewerk noch errichten. Dieses Sägewerk können wir abreißen. Diese Holzfällerhütte hat keinen Rohstoff mehr. Halleluja! Ein Traum ist in Erfüllung gegangen, Freunde. Ein Traum geht in Erfüllung. Kohle, ja, wir haben nur hier Eisen. Wisst ihr, wie mich das juckt? Gar nicht. Ja, wir haben da auch Granit, aber wisst ihr was? Das ist mir einfach so scheißegal. Ich gucke jetzt einfach, was da drin ist. Bitte lass da Eisen drin sein. Schiff wartet auf Anweisungen. Wir gehen nach Südwest. Die Pest von Südwest, ja. Von Wildwest eigentlich, aber egal. Scheißen wir erstmal drauf. Ich will da hin. Egal, wir werden schon sehen, was da noch drin ist.
Der Wachturm ist fertig. Gut. Gut. Da wo die Eisenschmiede gebaut wird, wir machen heute einen echt langen Part. Es tut mir echt leid, falls ihr euch das nicht anschauen wollt. Aber da wo die Eisen-Dinger gebaut wird. Ah, jetzt finde ich es nicht. Ich muss es jetzt noch tun, sonst vergesse ich's. Sonst vergesse ich's. Ja, wir gucken, was da drin ist. Ja, da wird ein Hafen errichtet. Hafen errichten. Dann wollen wir hier gleich eine Baracke hin. Eine Baracke reicht. Eine Baracke reicht, sowas von. Da ist die Waffstube, da gucken wir auch gleich, was drin ist. Hier, die Waffstube ist fertig. Wo haben wir den Schlüssel? Hier. Da müssen wir sofort eine Eisenschmelze bauen. Und eine Schmiede. Hier haben wir eine Schmiede. Werkzeug ist uns jetzt erstmal scheißegal. Wir brauchen erstmal Zeug für Dings. Hier, Geologe, Sägewerk. Alles prima. Alles Paletti. Der Hafen baut sich auch wunderbar. Wir machen gleich noch eine zweite Expedition. So. Aber dann würde ich erstmal sagen. Ja, ist jetzt erstmal egal. Oh, da haben wir Gold. Okay. Dann lass uns Gold für Münzen nehmen. Kohle und Eisen. Geil, wir haben Eisen. Muss wieder noch nach hinten bauen. Aber dann würde ich erstmal sagen. Stellen wir jetzt erstmal in die Mitte wieder von unserer Insel. So. Aber dann würde ich erstmal sagen, war's das für diesen Part. Ihr habt jetzt einen etwas längeren Part gesehen, in dem ich viel mehr gesprochen habe. Einfach, da ich viel kommentieren wollte und einfach viel euch zeigen wollte in diesem Part. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.